Servus Fotofreunde, ich bin Sigi Eichhorn, begeisterter Landschaftsfotograf und Filmemacher. Und heute bin ich im Salzburger Land unterwegs, um mich hier an diesem Bach in diese Richtung zu bewegen, um da hinten vielleicht einen ganz kleinen Wasserfall zu fotografieren. Die Strömung ist nicht ohne, obwohl das Wasser hier nur knietief ist. So aus, als ob die Strömung hier wirklich, wirklich zu stark ist. Allein dieses kleine Stück da hinten war jetzt so heftig, ich habe den Rucksack jetzt über dem Kopf halten müssen, dass der nicht nass wird. Wow, 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 wow. Ich habe endlich einen Spot gefunden, nach dem ich schon sehr, sehr lange suche. Das ist ein besonderer Spot für Landschaftsfotografen. Der wird auch nicht verraten, weil der ultra schwer zu finden ist. Es handelt sich hierbei um eine Schlucht, die Red Canyon genannt wird. Red Canyon daher, weil die Wände einfach links und rechts knallrot daherkommen, vor allem wenn sie nass sind durch die Gischt vom Wasser. Und in dem Video geht es heute darum, den Eingang zur Schlucht zu finden. Und ich glaube, ich habe ihn jetzt auch schon gefunden. Und da am Wasser und an einem kleinen Wasserfall ein paar gute Fotos zu machen. Es wird auch hoffentlich ein bisschen Action geladen sein, je nachdem, wie hoch das Wasser in dieser Klamm oder ja, in der Klamm ist es tatsächlich, wie hoch da das Wasser drin steht. Aber ich denke, mit Watthosen bin ich safe, da kann das Wasser hier bis zum Brust hochkommen. Und ich bin jetzt hier auch nicht alleine, der Daniel begleitet mich, der wird auch ab und zu B-Roll-Aufnahmen mit meiner zweiten Kamera machen. Es hat auch Sicherheitsaspekte, dass er dabei ist, also er ist ja auch ein guter Fotograf, macht hier natürlich auch die Bilder. Aber die Sicherheitsaspekte sind super wichtig. Hier liegen Bäume quer über der Schlucht, die können jeden Moment runterkommen. Hier sieht es nach Steinschlag aus, also nicht ungefährlich. Deswegen sind wir heute zu zweit da. Ja, und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin nicht das erste Mal hier. Wir waren schon mal stundenlang in diesen Nebenflüssen und haben nach diesem Spot gesucht. Aber diese roten Wände sind uns verwehrt geblieben bis zum heutigen Tag. Heute sind wir auf der richtigen Fährte. Heute finden wir den Spot. Und wie ihr sehen könnt, diese roten Gesteinsformationen schlängeln sich auch hier in der Schlucht entlang. In der Mitte fließt dieser kleine Bach dadurch. Also hier ist wie in einer anderen Zeit irgendwie so für mich. Ich bin total voller Adrenalin gerade, obwohl noch nichts passiert ist. Aber einfach, weil wir den Spot hier gefunden haben, weil es so kompliziert ist, hierher zu kommen. Und das ist es auch, was für mich Landschaftsfotografie ausmacht. Einfach das Neue entdecken. Spots anzugehen, von denen man keine Ahnung hat. Man kennt zwei, drei Bilder aus dem Internet, aber dann selbst auf die Suche zu gehen, das spornt mich unheimlich an und da liegt auch mein Herz, meine Leidenschaft drin, neue Spots auszuprobieren. Lasst euch einfach von den Bildern und den Eindrücken verzaubern und begleitet mich auf der schönen Tour. Auf meiner Sony A7 III habe ich ein Filtersystem drauf gebaut. Mir ist jetzt hier ganz wichtig, den Poolfilter auch zum Einsatz zu bringen, weil da vorne sehe ich schon, fällt das Licht so leicht auf das Wasser. Mit dem Poolfilter kann ich diese weißen Reflexionen von der Sonne einfach aus dem Wasser rauszaubern. Das ist also nichts anderes wie am See auch. Und das macht hier schon Sinn, Poolfilter drauf zu haben. Ich habe jetzt auch mal einen schwachen ND-Filter mit drauf. Vielleicht brauche ich ihn, vielleicht nicht. Aber wenn man so nah am Wasser ist,
finde ich zumindest, sollte man nicht länger als 1,5 Sekunden lang belichten, weil dann sieht es zu verwaschen und zu verträumt aus. Ich bin hier nicht am See, ich bin hier in einer Abenteuerschlucht. Da oben sind wieder Bäume, die über der Schlucht hängen. Die können jederzeit runterfallen. Also es ist und bleibt gefährlich, aber auch geil. Aber hier suchen wir jetzt auch nur einen schönen Standpunkt, dass ich diese Führungslinie von dem Bach habe und mache das Ganze jetzt so auf einer 5er Blende. 1,5 Sekunden. Das reicht, wird ein Top-Foto. Ich fokussiere einfach vorne in die Mitte vom Bach. 1,5 Sekunden. Bam. Geil. Und als Hingucker habe ich oben noch diesen abgebrochenen Ast, der wie ein V nach unten zeigt. Also eine reine Führungslinie hier. Echt cool. Ich werde jetzt aber noch eins machen. Ich mache die Wand jetzt tatsächlich erstmal nass, weil dann kommt die irgendwie schöner. Erstmal schauen, ob die Kamera safe steht, einigermaßen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich irgendwie drüber komme oder runter komme. Jetzt mal eine 6er Blende auf 1,5 Sekunden. Das hier könnte auch eine super Perspektive sein. Da sieht man das ganze Geschlängelte vor sich. Schau mal, ob man hier den Stativ auch gut aufstellen kann. Ja. Man müsste es vielleicht hier so quer einspannen. Aber hässlich sind tatsächlich jetzt hier diese Baumstämme. Die schauen nicht so gut aus und die werde ich jetzt nicht wegräumen. Aber man könnte hier ein Stativ quer einstellen. Aber die Baumstämme, die machen mich gerade nicht an. Ich lasse das mal. Leute, es wird immer geiler. Umso weiter man da nach hinten reinkommt, wird es immer enger und auch immer tiefer. Es ist und bleibt ein Abenteuer. Ich bin so froh, den Spot hier gefunden zu haben. Es ist einfach unglaublich schön. Unglaublich.
schlagen jetzt hier unsere Base auf. Hier steht man und sitzt man sicher. Das schwerste Stück war eigentlich das Stück hier da durchzukommen. Wie gesagt, ich war ja schon mal da, hab's nicht gefunden. Gott sei Dank habe ich es nicht gefunden, weil da wäre das Wasser einen halben Meter höher gewesen. Das war wirklich, war das Anfang März mit viel Schmelzwasser. Da lag nur überall Schnee hier. Leute, das war meine allerschönste Landschaftsfotografie-Tour ever. Bei dem Wasserfall konnte ich jetzt nicht so viel sprechen, das habt ihr ja gemerkt, weil es ultra laut war. Aber ich sage euch, diese ganzen Strapazen, die ich im Frühjahr auf mich genommen habe, um hier über die Schneefelder zu laufen. Ich glaube, 5-6 Stunden sind wir durch die Bäche nach oben gelaufen mit diesen Watthosen und haben diesen Spot gesucht, nicht gefunden, und heute hat es endlich geklappt bei bestem Wetter. Wow. Jetzt bleibt mir nur noch, mich zu bedanken bei euch. Gebt mir gern Like für das Video. Und dann sehen wir uns schon sehr bald im nächsten. Bye bye, euer Siggi.